Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Robin Hood. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Das freut mich. Grüße gehen raus an alle meine Abonnenten und auch an neue Zuschauer. Ja, neuer Versuch, neue Folge, Divinity Original Sin 2 in der Definitive Edition. In der letzten Folge sind wir gescheitert und sind nicht weitergekommen in einem sehr schwierigen Kampf. Es gibt aber verschiedenste Möglichkeiten, in dem Spiel noch weiterzukommen. Erstmal muss ich wieder den Controller an- und abstöpseln. So, jetzt geht das. Ja, wir fahren fort. Laden können wir hier noch nicht. So. Also ich würde sagen, wir probieren den Kampf nochmal. Am besten den Kampf umgehen. Das mit dem Teleportieren haben wir ja hinbekommen. Da musste man bloß die Handschuhe austauschen. Das sind ja Teleport-Handschuhe. Und egal welcher Charakter die Handschuhe anhat, der kann dann auch teleportieren. So. Ja, wir sind jetzt hier unten und das ist vor dem Kampf abgespeichert worden. Ich glaube, wir sind... Ja... Wir probieren es nochmal. Sorcerer, what do you think you're doing, prowling around inside the fort? Magister Hundemeister. Naja, der schickt dann immer neue Hunde und kann Hunde generieren. Am besten wir. Ich wollte das letzte Mal schon, dass wir ihm aus dem Weg gehen können, aber das hat nicht funktioniert. Dich entschuldigen und sagen, dass du irgendwo falsch abgebogen bist. Du wirst jetzt zum Lager zurückkehren. Das haben wir noch nicht genommen, aber dann müssen wir zum Lager zurück. Es würde bestimmt auch guten Loot geben, wenn wir den hier platt machen könnten, aber ich glaube, das schaffen wir nicht. Ihm sagen, dass du gehst und ihm nicht rätst, sich dir in den Weg zu stellen. Nee, das funktioniert nicht, gibt sofort einen Kampf. Einen Handel vorschlagen, er lässt dich gehen und du verrätst niemanden, das hat auch nicht funktioniert. Und das hier... Don't think so. You broke the rules by coming down here. Buck. Divine's rules. Ja, das funktioniert auch anscheinend nicht. Er lässt uns gar nicht mehr zurück. Sagen, dass es keinen Göttlichen mehr gibt. Die Regeln des Ordens wurden von armseligen Leuten aufgestellt. Fragen, warum einer, der ihren Blut verschmiert, auf dem Boden liegt. Das haben wir schon gefragt. Das ist ihnen scheißegal, weil er hat ihn getötet. Ihn um Verzeihung bitten. Du musst jetzt gehen. You know, I almost feel bad for you. Lucian is coming back, and you'll have to answer for that. Why don't I spare you that right here and now? Ja, das habe ich mir gedacht. Und es gibt gleich Feuer. Erstmal ein Hund. Den hat er. Am liebsten den Obermacker gleich platt machen. Aber ihr seht, das ist wirklich schwierig. Scheiß Köter, ich will direkt zu ihm hin. Hey! Wir können aber nicht mehr, aber wir sind schon mal direkt dran. Der wird gleich Feuer machen. Bogenschütze, der nicht. Aber der andere oben links. Oh, wir gehen direkt. Weil dann kann er kein Feuer mehr machen. Wenn er Feuer macht, dann verbrennt der Obermacker auch. Wir nehmen jetzt mal eine andere Taktik. Das ist der mit Feuer. Ja, macht er jetzt nicht. Den Hund sollten wir uns erstmal gar nicht interessieren.
So, den Obermacker platt machen. Beim nächsten Mal. Ei! Ich hoffe, wir sind. Oha. Hat er trotz doch noch Feuer gemacht. Also das Skelett ist gleich tot. Und der andere auch. Und wir auch. Diesmal ist er noch schlimmer als beim letzten Kampf. Ich glaube, das können wir auch gar nicht gewinnen. Oder wir sollen es gar nicht gewinnen. Müssen wir wieder zurück ins Lager. So. Regenerieren braucht sich. Wer ist das? Der Prinz nicht. Blutsauger. Nein. Sind wir erstmal dran jetzt hier oder den Kampf werden wir locker verlieren. Nahkampf ist ja sehr schwach. Jetzt darf der wieder schießen. Und gleich alle down. Das hat beim ersten Mal in der letzten Folge Ende besser geklappt. Jetzt sind schon zwei down. Unser Hauptcharakter ist down. Das werden wir auch gar nicht schaffen. Gut. Dann wissen wir, was wir gleich machen. Der rote Prinz wieder, ja. Spielt ja sowieso keine Rolle mehr. Boah. Das war ordentlich, ja. Aber es reicht alles leider nicht. Noch ein Treffer, dann sind wir down. Er hat noch ein bisschen. Aber das bringt natürlich jetzt nichts mehr. Und das Wiederbeleben bringt auch nichts. Die anderen sind alle noch in bester Gesundheit. Ja, okay, er jetzt nicht, aber... Noch ein Treffer, dann war es das. Können wir aufgeben. So, jetzt. Diesmal ging das noch ein Ende schneller. Als beim letzten Mal. Ja. Den können wir nicht nehmen, weil der ist noch ohne das Skelett da oben. Ohne diesen Charakter. Dann müssten wir das nochmal machen. Wir können auch den hier nehmen. Entweder den oder den, das spielt keine Rolle. Wir laden das nochmal. Naja, was uns das gebracht hat, mit dem Magier und den Krokodilen, wir mussten dann die Krokodile bekämpfen, da haben wir dann, ich zeige euch das mal. So. Das sind die Handschuhe der Teleportation, die können wir jederzeit auch jemand anders geben, dann kann der sich teleportieren. Die hätten wir sonst nicht bekommen, also das ist schon mal ein großer Vorteil. Und wir haben natürlich jetzt auch noch einen neuen Begleiter, der andere ist weg. Der, mit dem wir den Handel gemacht haben in der Freudenfeste. Wir haben jetzt aber ihn noch als Charakter, Fane. Und das ist ein... Wir wollten, dass es ein Zauberer wird. Das ist ein Zauberer. Den hat er auch sehr viel Intelligenz. Irgendwo müsste es auch stehen, dass er ein Zauberer ist. God,
man das hier doch umstellen, oder was? Gelehrter Mystiker, das ist er, genau. Und Toter. Genau. Gut. Das ist er. Gehen natürlich wieder auf unseren Hauptcharakter. So. Da hinten ist der andere Macker. Ach so. Da fällt mir ein Problem ein. Wir kommen hier, glaube ich, nicht mehr raus. Wir sind nämlich runtergefallen. Es war in der letzten Folge so. Und hier geht es nirgendwo weiter. Ist der Zwerg noch hier? Ne, der ist nicht mehr hier. Ja. Hier geht es nämlich nirgendwo weiter. Hier sind wir gelandet. Aber wir kommen jetzt hier nicht mehr raus. Und hier geht sowieso nicht weiter. Ich kenne das ja alles schon. Vielleicht können wir das auch Schloss knacken. Ja, das wäre ja was. Da haben wir sowieso nichts zu verlieren. Stufe. Hat nicht geklappt. Wir testen das nochmal. Angreifen, das wird, glaube ich, nichts. Nee, das wird nichts. Doch. Ein Moment, das wäre ja geil. Ein Moment. Das klappt. Dauert bloß lange. Geil. Ja, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten in dem Spiel. Ihr könnt natürlich jetzt auch wieder in die Stadt zurückgehen, aber das ist vor dem... Ich würde gerne mal wissen, wo wir jetzt danach hinkommen. Dann können wir alle Türen hier aufmachen. Nicht nur diese hier, wir haben noch eine andere. Ich bin ja mal gespannt, wo wir hier hinkommen. Weil er hat uns ja gesagt, wir kommen so von der Insel runter. Also von der Freudenfeste. Aber er ist abgehauen. Wir haben ihn zuerst runter teleportiert. Den Magier. Und dann ist er abgehauen. Könntet ihr euch in den letzten Folgen nochmal angucken. Ob das jetzt wirklich aufgeht, also das wäre geil. So, einmal noch. Ja. So, aber wir haben noch eine andere Tür. Müssen wir nämlich gar nicht kämpfen. Wäre jetzt auch zu schwer. Und wir spielen auf leicht, also hier ist nämlich noch eine Tür. Tür zur Hauptebene. Oh, on the lock and key. Was? Okay. Hier geht das nicht, ne? Messer am Stock. Ach, Messer am Stock ist kaputt. Ist unsere Waffe jetzt kaputt? Das macht ja nichts. Ich glaube, wir haben ihn noch mit Waffen. Ups. Na! Ah. So. Bringt nichts. Das ist wohl uninteressant. Nee, bringt nichts. Gut, aber da unten sind wir weitergekommen. Sind wir ja mal gespannt. Ja, aber wir würden ja sowieso nicht mehr hier rauskommen. Dann müssten wir einen älteren Spielstand laden. Man kann natürlich die hier noch versuchen aufzumachen, aber da ist nichts drin, wie ihr seht. Gar nichts. Und hier auch nicht. Gucken wir nochmal. Die würde... Wer ist denn da? Da ist ja einer drin. Interessant. Ups. Brauchen wir ein bisschen Geduld. Ja, das Spiel, das wollte ich schon sehr... Größer Teil eines Schwerts ist kaputt. Das macht nichts. Das ist mir egal. Okay, ein Schwert ist schon weg, ne? Wir hatten zwei Schwerter.
Schauen wir mal. Ach, jetzt tritt sie dagegen mit dem Fuß, Alter. Bringt das was? Ja, das bringt 3 Schadenspunkte. 4. Ja, vielleicht bringt das ja was für ihre... Vielleicht leveln wir sie so auch. Na, ja, das Spiel ist auf jeden Fall genial. Ich wollte das schon lange haben, aber auch im Internet kriegt man das nicht günstiger. Also ich habe 27 Euro bezahlt. Ja, vielleicht 3 Euro günstiger, aber bei guten Keysellern ist es immer ausverkauft. Also bei legalen, wo man das legal denn auch erwerben kann. Gibt auch Keyseller, da würde ich euch nicht zu raten, aber da sage ich keine Adressen. Müsst ihr selber rausfinden. Moment. Was ist das? Ich habe mir gerade von der Pfeife gezogen, da ist mir Tabak ins Maul gekommen. Das ist der Bröseltabak, den ich hier die Pfeife ziehe. So. Oh. Kein Karate. Zack. Ah, dauert nicht mehr lange. Ja. Oha. Nicht, dass jetzt gleich die Kollegen da kommen und dann müssen wir wieder von vorne anfangen, weil die jetzt hier hysterisch wird. Erstmal einen Schluck. Saft. Ihr sagen, dass sie still sein soll, sonst bringst du sie zum Schweigen. Nein. Ihr wollt sagen, dass sie still sein soll. Wenn die Magister kommen, seid ihr beide in größten Schwierigkeiten. Verstand, sie zum Schweigen bringen und sagen, dass du sie aus der Freudenfeste befreist. Stärke, wir sind ja Krieger, also wir haben am meisten Stärke. Aber wir versuchen das mal so. Ah. Was? No. No. I won't go. I won't go. Guard. Guard. Entscheiden, dass sie deine Flucht nicht gefährden darf und deine Waffe erheben. Sie anflehen, still zu sein. Ich glaube, das bringt nichts, sie anflehen. Müssen wir jetzt mal ein bisschen deutlicher werden. God, help me! Help me! You'll see, they'll get their hands on you and then... Any minute now they'll come. Any minute. I'm sure they're almost here. And right, you'll see. Das war jetzt nicht so... Na gut. Die hat bestimmt geilen Loot oder so. Da ist noch eine Kiste hier drin. Die drückt jetzt erstmal ordentlich an auf den Latz. Die hält auch nicht viel aus. Na komm. So. Ach, wir haben ja keine Waffen mehr. Naja, gut, die. Alter, das war, glaube ich, das Skelett. Hart vergiftet. Down. Looten. Staubiger Hut. Nichts Besonderes, nur die Kopfbedeckung eines Bürgers. Überbringt aber ein bisschen was. Könnten wir an und für sich uns selber aufsetzen. So. Hohe Fleischscheibe. Apfel. Ein bisschen Gold. So, jetzt haben wir den Hut auf. Muss sich jemand noch ausruhen? Ich glaube nicht. Wir haben überall genug
Hey, hier hätten wir jetzt weiter. Hier auch, ne? Dietrich hier aufheben. Nee. Aber jetzt müssen wir definitiv speichern. So, aber wir müssen jetzt was anderes machen. Weil wir haben keine Waffe mehr. Ich weiß nicht, ob wir noch eine zweite Waffe haben. Ich glaube nicht. Hier haben wir improvisierter Stab. Lieblingsbogen. Gift. Ein Moment. Stab des Magisters. Joa, ist die einzige Waffe. Nehmen wir. Spezial. Kann sie auch. 500 EP und... Schon mal geil. Alter, wo sind wir denn hier gelandet, ey? Crazy. Wir haben da hinten nachher auch noch ein Bild zum Weitergehen. Do you hear that? Something's up ahead. The fiery slime creature looms imperiously over you and utters a questioning gurgle. Der Kreatur sagen, dass du nicht verstehst, was sie von dir will. Der furchtbaren Schleimkugel sagen, dass du sie nicht verstehst und sie dir lieber aus dem Weg gehen soll. Dich von der Kreatur entfernen. Was sie will. The slime beast's gurgling takes on a more agitated tone. Auf dein Ohr zeigen und mit den Schultern zucken, da du nichts verstehst. Wir haben abgespeichert. Ich glaube, besser wäre sich entfernen, aber wir testen das. The slime beast growls and lurches forward to attack. Ei. So. Unser Stab, aber die Reichweite passt nicht, die Reichweite, ne? Ah, ganz knapp hat es leider nicht gereicht. Ah, das ist noch mehr. Eine Feuerschnecke. Wo wär's dran? Pain. Kampf werden wir definitiv verlieren. Oh, das sind ganz viele Schleimschnecken. Der rote Prinz. Spielt jetzt sowieso keine Rolle. Ich glaube, wir können auch fliehen. Aber das will ich gar nicht. Deswegen werden wir... das Laden. Da kommen wir definitiv momentan nicht weiter. Vielleicht später, wenn wir stärker sind. Aber wenn wir hier nicht weiterkommen, werden wir in dem anderen Weg weiterkommen. Wir müssen erstmal wieder den Moment. Was ist denn das Rote hier? Ach so, das könnte man. Ist es zerstört? Vielleicht kann man das wieder reparieren. Aber ich glaube,
So, jetzt mal sehen, ob wir es hier schaffen. Glaub schon. Wegpunkt entdeckt. Ja, geil. Das ist, hier kann man schnell reisen. Das ist natürlich astrein. Geil. Schrein von... Wollen wir natürlich nicht verwenden. Aber wir könnten hier wieder rauskommen in die Oberstadt. Weil wir wollen hier unten weiterkommen, dass wir komplett von der Insel... Ach so. Die EP. Die EP haben wir, glaube ich, da hinten noch nicht weggenommen. Ich weiß es nicht. Testen wir mal. Nicht, dass wir die nachher umsonst verschwendet haben. Aber ich glaube, die hatten wir schon. Den da hinten nochmal durch. Ich glaube, die hatten wir schon. Nee, hatten wir nicht. Ja, wunderbar. Gut. Da sind wir ja mal gespannt. Hier kommen wir auf jeden Fall wieder immer wieder raus. Weil sonst wären wir ja nicht rausgekommen. Aber ich hoffe, dass wir hier jetzt komplett von der Insel runterkommen. Ich glaube es aber nicht. Werden wir wieder auf Gegner stoßen. Ah, hier ist noch eine... Moment. Flüsterholz. Elfenälteste behaupte, dass diejenigen, die die von diesem Kraut geflüsterten Geheimnisse verstehen, von Tier, kann ich nicht aussprechen, Segen beschützt werden. Und Gold. Schäbige Stiefel. Die können wir gleich anziehen. Fallen-Entschärfer-Kit. Achso, ja genau. Wenn wir hier Fallen entdecken. Speichern. Am besten gleich wieder hierauf speichern. Halt! Überschreiben. So. Mal sehen, ob wir hier unten weiterkommen. Glaub nicht, oder? Nee. Kommen wir nicht durch. Schade. Na doch, hier auf jeden Fall nicht. Aber wer weiß, wo die Treppe hinführt. Hier geht's ja auch nicht weiter, ne? Nö. Die Treppe hoch. Die Leiter. The exit seems to be blocked from the other side. Aha. The exit seems to be blocked from the other side. Ja, da können wir nichts machen. Dann müssen wir... Das bringt ja auch nichts in der Mitte, das, ne? Nee. Dann müssen wir den Schnellreisepunkt, das Portal, benutzen. Geil aus. Kann man hier noch was looten, ja? Was drin ist? Oh, Gold, immerhin. Noch mehr Gold. Man hat sich auf jeden Fall alles gelohnt. Bis jetzt. So. That face, it's almost familiar, like a long faded memory. Mhm. Deine Hand ausstrecken, einem einzelnen Wassertropfen erlauben, auf deine Hand zu landen, dich zwingen, dich wegzudrehen. Ey, wir machen das mal. The droplet burns both hot and cold, and yet you feel no pain. You step towards the flow, desiring more, wanting desperately for it to take you, and darkness envelops you. Oha. Hey, klappt. Freudenfeste Kerker. Na, da sind wir jetzt ja, glaube ich, schon. Platz, Strand. Mal gucken, ob das hier, das bringt, glaube ich, so nichts. Ja, ist klar. Sind wir wieder da, wo... Aber wir können jederzeit jetzt hier wieder runter. Ich glaube, von allen möglichen Portalen. The goddess carries a strange expression. One of expectation mixed with sorrow. So. So, und der Kollege hier,
Da haben wir noch eine Quest. Aber wir kommen nämlich doch nicht runter. Da hat er uns irgendwie angelogen. Der Typ. Aber es hat sich trotzdem alles gelohnt. Ja, meine lieben Freunde, das Let's Play geht erst 30 Minuten. Ich zeichne ja nur noch mit Action, dem Aufzeichnungsprogramm von Steam. Also bei Software findet ihr das. Kostet jetzt aber wieder 35 Euro. Ich habe es im Steam Sale für 8,50 Euro bekommen. Der Deacon, der hat sich das auch geholt, der Eloka. Und ja, damit nehme ich jetzt mal die ganzen Videos auf. Ich habe auch schon neues Video von Gran Turismo Sport hochgeladen. Alles mit Lenkrad. allerdings nur in 720p. Man kann nachher aber auch mit diesem Action-Aufzeichnungsprogramm, was ich hier habe, auch mit einer, da bräuchte ich aber auch eine Capture-Karte. Dann kann ich euch in 1080p und 60 Bildern, wenn die normale PlayStation das schafft, euch die Exklusivtitel präsentieren. Aber erst zu meinem Geburtstag. Ich habe am 2. Oktober Geburtstag. Sind noch knapp 3 Monate. Und dann hole ich mir eine Elgato Capture Karte und die wird dann zwischen die PlayStation 4 und dem PC angeschlossen. Und dann kann ich mit diesem Action-Aufzeichnungsprogramm auch die Konsole euch Exklusivtitel präsentieren. Ich habe nämlich jetzt 2 neue Exklusivtitel, die lade ich gleich noch hoch, wenn ich die PS4 anmache. Einmal so also 2 Exklusivtitel. Einer ist momentan im PlayStation Plus mit drin. Da habe ich mir für 1 Monat jetzt PlayStation Plus geholt. Das bedeutet auch, ihr kriegt noch Multiplayer-Folgen von Gran Turismo Sport. Braucht man ja PlayStation Plus für Multiplayer. Und ein Spiel ist gratis momentan zu holen. Das kann ich euch sehr empfehlen. Das Spiel heißt Detroit. Ja, irgendwas müsst ihr mal nachschauen. Ich habe schon 1 Folge gestern für euch aufgezeichnet. Die lade ich heute hoch auf meinen Kanal. Genauso heißt es. Detroit Become Human. Ja, und wenn ihr das für 1 Monat euch holt, PlayStation Plus, also ich habe unter 10 Euro bezahlt. Ja, und ein Spiel ist auch ein Exklusivtitel, den habe ich mir, gab es gerade im Angebot für 20 Euro auf der PlayStation. Das heißt, ich bin noch nicht so lange da dran. Fällt mir gerade nicht ein. Ihr werdet es auf meinem Kanal sehen, weil ich die jetzt gleich hochladen werde und dann werde ich mit euch noch eine Runde Gran Turismo zocken. Weil da müssen wir Level 20 werden, um gewisse Strecken freizuschalten und ab Level 20 wird die Nordschleife freigeschaltet. Es sind jetzt, gab es ein Patch, da sind jetzt schon wieder 6 neue Autos reingekommen, alles gratis und fast alle Straßenwagen. Echt cool, also Gran Turismo Sport, richtig geil. Gut, meine lieben Freunde, wir gehen jetzt ins Hauptmenü. Okay, wir speichern nochmal. Das ist ja logisch. Überschreiben. Na, ich werde gleich hier noch 2. Folge aufzeichnen, aber... Ja, das ist das Schöne bei dem Action-Aufzeichnungsprogramm. Ihr seht das unten rechts nicht am Bildschirm, das sehe ich nur. Auch, dass mein Mikrofon funktioniert. Bilder aktuell haben wir auf Ultra... Über 100 Bilder, FPS, 105 gerade. Und es geht jetzt 34 Minuten die Folge. Und ich brauche die Videos nicht mehr klein machen. Das macht er alles im Hintergrund. Über die Grafikkarte. Ich habe eine 1080er. Aber das kostet ungefähr 10 FPS. Gut, meine lieben Freunde. Nochmal nachkontrollieren. Das sind zwar hier nicht die Kerkerzellen, aber es passt. Moment, was habe ich denn da gerade gesehen? In der Cloud sind jetzt 88 Megabyte. Ach so, da kann man so viel speichern, wie man möchte. Das ist natürlich sehr gut. Ja. Ja, und wenn das im Hintergrund alles schon gerendert wird, wenn das Video jetzt 35 Minuten geht, so wie jetzt, dann dauert das auch 35 Minuten, bis ich das hochgeladen habe. Ich habe einen Upload von 20.000 und einen Download von 100.000. Ja, meine lieben Freunde, das war die neueste Folge von Divinity Original Sin 2 in der Definitive Edition. Wir sind weitergekommen.
Wir brauchen nicht mehr auf den älteren Spielstand zurückgreifen. Hat sich gelohnt. Ja, ich werde natürlich gleich weiterzocken, weil ich will jetzt wissen, wie wir hier, was für uns noch bevorsteht, damit wir von der Insel runterkommen und unseren Ring um den Hals auch wegbekommen. Weil dann haben wir, glaube ich, noch mehr Möglichkeiten im Kampf. Der schränkt uns ein. Gut, meine lieben Freunde, ich bedanke mich wieder mal fürs Zuschauen. Ich wünsche euch wie immer noch einen recht schönen Tag. Genießt euer Leben. Ja, und dann sehen wir uns bestimmt bald wieder. Würde mich freuen. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Euer Robin Hood. Bye, bye.